Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Batman Arkham City. Ich bin Samson Muffix. Ganz kurz, weil, Leute, so viel sei gesagt, es wird spannend. Wir haben eine Spur zu League der Assassin gefunden. Wir wollen ja an das Enzym, mit dem wir hoffentlich das Heilmittel herstellen können, was uns und auch den Joker rettet, obwohl zweiteres vielleicht nicht ganz so toll ist. Wir haben beim letzten Mal eine Waffenlieferung des Jokers gestoppt, der von Strange mit Waffen beliefert wird. Und nun geht's, so wie es aussieht, in das Hauptquartier der League of Assassin. Und weil wir sind ganz nah an der Quelle des Peils sind, dass die wieder Assassinen 3 gebracht hat. Und nun geht's nach Wonder City. Städte wie Gotham werden wachsen und der Hölle gleichen, die sich ihren Weg über die Bürgersteige nach oben bahnt. Gebäude werden wachsen, bis sie die Sonne verdecken und die Menschen werden am eigenen Schmutz zugrunde gehen. Eines Tages wird diese Welt sterben. Sie wird nach Luft ringen, während die Fehler der Menschen ihr Schicksal besiegeln. Aber das muss nicht deine Zukunft sein. Sie sind über. Es gibt einen besseren Weg. Hinter der Mauer liegt die Hoffnung auf ein Überleben der Menschheit. Auf eine Zukunft, die eine erstaunliche Entdeckung ermöglicht. Eine Entdeckung, die es Gotham erlauben würde, sich wie Lazarus zu erheben und zum Sinnbild der Hoffnung zu werden. Neugierig geworden. Tretet näher. Seht die Zukunft von Gotham City. Das Herz des zukünftigen Gothams liegt an Lazarus-Technologie. Die Kräfte von Lazarus gehen durch jedes Konzept, jedes Konzept und liefern saubere Energie. Wonder City, okay. Also, ihr seht, das, was da vorne in dem Raum war, das war im Endeffekt eine Einladung, Mann. Die League of Assassin ist hier voll dabei und alles, was hier ist, wird im Endeffekt eliminiert, Mann. Und die scheinen mir noch irgendwie am Leben zu sein, oder? Minimale Aktivität. Roboter. Ja, Wonder City. Das ist diese Scheinwelt. Das, zu was die Menschen hier Gotham machen wollten, aber irgendwie ein bisschen düster aus. Wieso hat sich das wohl nicht durchgesetzt? Das Signal des Senders geht hinter dieser Tür weiter, aber die sieht aus, als wäre sie seit Jahrhunderten versiegelt. Die Assassins müssen einen anderen Weg benutzen, um durchzukommen. Das müssen die berühmten mechanischen Wächter von Wonder City sein. Offenbar verfügten sie über ein recht fortschrittliches Innenleben. Es gibt eine Art Speicherband, erinnert fast schon an primitives Video. Vielleicht kann ich es scannen und analysieren. Sind unvollständig. So fortschrittliche Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, als seien die Daten in einem geteilten Speicherbereich abgelegt worden. Vielleicht bekomme ich die Informationen von den anderen Wächtern hier unten. Roboter, ja, in einer Stadt, die vor 100 Jahren schon untergegangen ist. Ziemlich revolutionär. Oh. Und das war natürlich zu erwarten, dass diese verdammten Assassinen nicht so glücklich sind, wenn wir hier in ihr Allerheiligstes gehen. Bam! Bam!
So. Also, überall könnten hier Assassinen sein. Sollen wir die mal scannen? Ziemlich coole Technologie, aber dagegen kann man nichts sagen. So. Wir sind hier fast schon fertig. Aber hinter jeder schönen Ecke könnten natürlich unsere schönen Assassinen sein. So, okay, du bist kein Roboter, du bist einfach nur tot. So, da oben ist noch einer. Hallo? Wer hat dich denn da hochgetan? Komm. Die sind auch immer so schnell gleich wieder am Aufmann. Das sind ja echt sehr, sehr maskuline Frauen. Und nicht nur, weil sie da einen super Bizeps haben, sondern einfach, weil die wirklich nach einer Sekunde sofort wieder aufstehen. Okay, dort hinten. Dort hinten müssen wir jetzt mal. Aber es ist echt ein geiler Pfad hier, das muss man mal sagen, Mann. So. Die Suche hier nach Wonderland. Tja, tief ins Wunderland müssen wir. Und ob uns da hinten was Schönes erwartet? Naja, ich weiß es nicht. Aber es ist aktuell unsere einzige Möglichkeit. Also, hüpfen wir da durch. Schauen wir uns den noch an und dann sollte der Pfad sich uns entschlüsseln. Die zusammengesetzten Überwachungsaufnahmen zeigen, wo die Attentäter hingegangen sind. Sie wird einen Geheimgang passiert haben. Ich muss ihn finden. Sieht aus, als sei ein Schwert hier das Richtige. Da werden uns doch unsere Assassinen netterweise helfen. Danke, my lady. Fürs Öffnen. Er ist so cool, Mann. Es gibt niemanden, der cooler Türen öffnet als er. Protokoll 10 tritt in 4 Stunden in Kraft. 4 Stunden? Wir haben eine Stunde gebraucht, um hier runterzukommen. Boah, sind wir langsam. Und jetzt kommt sie, die Liga der Assassinen. Warnung beherzigen sollen. Hier unten wird dich niemand retten. Halt! Hallo, Talia. Wie konntest du uns finden? Ich habe deine Leibwächterin wiedererkannt. Ich musste ihr danach nur folgen. Herrin, ich habe mich von ihm austricksen lassen. Verschwinde! Ich kümmere mich später um dich. Wieso lässt du dich festnehmen, nur um mich zu sehen, Bruce? Nach unserer gemeinsamen Nacht in Metropolis hättest du doch
auch einfach anrufen können. Ich bin nicht deinetwegen hier. Wo ist Ra's? Wenn er wieder tot ist, musst du ihn wieder erwecken. Nur ein würdiger Nachfolger darf dem großen Ra's al Ghul gegenübertreten. Mein Vater wollte immer, dass wir zwei zusammen sind und seine Armee gemeinsam befehligen. Stell dir das vor. Du, ich, eine bessere Welt. Dein Gesicht! Was ist passiert? Ich will den Platz an deiner Seite einnehmen. Du willst ein Assassin werden? Wieso sollte ich dir diesen Sinneswandel glauben? Du hast mein Gesicht gesehen. Sehe ich aus, als hätte ich eine Wahl? Bist du bereit für die Prüfungen des Dämons? Beweise, dass du ein Leben beenden würdest, um die Welt zu retten. Ich bin bereit. Mögen die Prüfungen beginnen. Tausende von Kriegern sind auf der Jagd nach dem Dämon umgekommen. Viele der Möchtegern-Nachfolger waren nicht mehr als Kinder, die gegen die Grauen der Schöpfung ankämpften. Hab schon Schlimmeres gesehen. Nichts kann dich auf das vorbereiten, was folgt. Die Vorsehung entscheidet über dein Schicksal. Ich scheitere nicht. Ich habe diese Worte bereits 100 Mal gehört. Hoffen wir, dass du recht behältst. Deine Reise beginnt hinter dieser Tür. Fangen wir an. Bist du dir sicher, Bruce? Nur ein Mann hat diese Probe je bestanden. Versuchst du etwas, mir auszureden? Natürlich nicht. Ich wollte, dass du dir sicher bist. Wenn das Blut des Dämons von dir Besitz ergreift, bist du auf dich allein gestellt. Wie immer. Mögen die Geister gnädig sein. Willkommen, Detective. Ich bin der große Ra's al Ghul. Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Du musst aus dem Kelch trinken. So einfach ist es. Gut. Spüre, wie das Blut des Dämonen durch deine Adern strömt, deine Gesundheit regeneriert und deinen Willen manipuliert. Deine nächste Aufgabe ist leicht. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Ah! Alter! Hochzieh! Ich hab die Steuerung invertiert. Deswegen. Bla bla bla, Flugstörungen gehen. Battering. So. Bam, bam. Okay, jetzt bin ich wieder gut. So. Und damit haben wir es geschafft. Also Leute. Wir sind hier bei der League der Assassin. Wir haben Ra's al Ghul getroffen. Ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien, das sie zerstört. Der unsterbliche Dämon, den wir hier hören. Okay, und wir müssen nun ihm folgen. Okay. Also Leute, eine sehr, sehr, sehr geile Szene. Bruce, der hier im Endeffekt schon kurz dabei ist durch das Venom... Oh, das ist noch tot. Zack. Warum ist er tot? Kommt er jetzt raus und begrüßt uns? Nö, schade. Also, okay. Bruce, der im Endeffekt hier kurz davor ist zu sterben... So, und jetzt, schaff mal, nee. Ah, verdammt, Mann. Diese Flugdinger. Eigentlich ist es voll easy, Mann. Ich krieg's nicht hin. Und die liegt der Assassin, die mir auf der... Also, ich finde, das ist eine meiner Lieblingsszenen in dem Spiel. Dabei gibt es sogar einen wunderschönen die Linie an, die man fliegen muss. Nein, ich war schon dabei. Das ist doch nicht schwer. Eigentlich.
Ich bin definitiv nicht würdig, der Nachfolger von Ra's al Ghul zu werden. Tut mir leid, Batman. Bist auf dich allein gestellt. So wie immer. Scheiß Spieler, können nicht so cool spielen, wie ich eigentlich bin. So, jetzt. Mensch, jetzt haben wir es geschafft, Mann. Voll easy eigentlich. So, und es geht immer auf Zeit, Mann, weil, ja, Gletscher in der Wüste. Eh klar. Oh. Sehr schön. So, und dazu ist auch das Interessante an dieser Sache natürlich, dass der große Ra's al Ghul von uns etwas erwartet, nämlich, das war ja das, weil so Batman immer gescheitert ist, nämlich, er muss sein Leben nehmen, töten, das bessere Leben. Detective? Mein Nachfolger? Ich will's hoffen. So, weil das war ja das immer, wo Batman eben gescheitert ist. Also zumindest in den Augen des Ra's al Ghul. In den Sturm, da gehe ich jetzt mal lieber nicht. Oh, okay, oder vielleicht doch. Das Blut des Dämonen hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Aber was ich darf, was man eben dafür tun müsste, sagen wir es lieber, wie es ist, um eben hier als würdiger Nachfolger zu gelten, müssten wir eben nämlich töten. Und das ist natürlich das, was gegen den Kodex vom Batman immer verstößt. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Und nach dem wunderschönen Abschnitten, den wir im ersten Batman hatten, wo wir auch wirklich richtige Angstpassagen hatten, sag ich jetzt mal, als wir hier vor Scarecrow geflohen ist, haben wir hier im Endeffekt eine ähnliche Rückkehr. Aber auch sehr schön, Mann, die Szene davor, wo hier Bruce Eltern davor genommen kommen, Mann. So. Locker flockig. Wieso lasst es dir polisch, Mann? Wird dir in diesem Reich nicht helfen, Detective. Das sagst aber auch nur du. Okay, bringt mir echt nichts, Mann. Alter, diese scheiß Klingentypen, Mann. Wartet. Die sind halt so schnell. Ich hasse Schwertypen, Mann. So, aber auch die werden fallen. Es wird Zeit, mir gegenüberzutreten. Bewältige diese Herausforderung und das Blut des Dämonen wird dir das ewige Leben schenken. Naja, ewig mit der süßen Thale zusammenzuleben. Batman, nimm die Chance an, Mann. Los. Oder auch nicht. Naja, ich weiß nicht, in was für eine Hölle wir da reingeraten. Aber uns bleibt keine Wahl. Für den Joker. Und für Gotham. Gut gemacht, Detective. Jetzt komm und finde mich. Hole dir deine Belohnung. Ladies. Ladies. War mir eine Ehre. War kein Problem. Ich weiß zwar nicht, was in dieser kleinen Kammer passiert ist, aber die Drogen waren scheinbar gut. So, Dala, und bevor wir jetzt dem großen Dämon gegenübertreten, machen wir nochmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal werden wir ja dann den Unsterblichen treffen. Bis zum nächsten Mal, dann auf Wiedersehen. Ciao.